Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Folge 129 vom Telestammtisch hat mal wieder drei Besprechungen für euch, ziemlich bunt gemischt. Stu, Sarah und Kati besprechen A Hard Day, südkoreanisches Actionkino mit Coen Brothers Touch, das meint zumindest Stu. Danach Kenny, Lasse und Olli, Balance Root, was für ein Nerd Talk, herrlich. Also ein Fest für jeden, der weiß, was ein NPC ist, ein Quest, gelbe Ausrufezeichen über den Köpfen und Orks. Ich selber bin da nicht so bewandert, aber... schmackhaft gemacht haben sie mir das kleine Filmstückchen. Und zu guter Letzt ein erotischer Abschluss in der heutigen Runde, Puppy Love. Luisa und Niklas haben sich diesen französischen Film angesehen, in dem es um das Heranwachsen und die Entdeckung der Lust geht. Hört euch an, was die beiden dazu zu sagen haben. Mir bleibt nur noch zu sagen, es wäre super dufte, wenn ihr uns auf Spotify folgt, denn das ist ganz wichtig, wenn man da gesehen werden will. Hinterlasst gerne auch mal ein Feedback bei den Podcastern eures Vertrauens und jetzt viel Spaß mit unseren Besprechungen. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films A Hard Day, der am 14. Mai 2021 via Busch Medien Group in Deutschland als VOD, DVD und Blu-ray erscheint. Ich bin der Stu und ich hatte heute einen echt harten Tag und ich will mal wissen, wie es mit meinen Kollegen ist, die mich heute unterstützen, nämlich einmal bei der Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Und Katharina. Hallo. Hi. Katharina. So, die Damen, wie war euer Tag? War ja genauso hart wie meiner. Mindestens. Absolut, es war ein Montag. Furchtbar. Was soll man dazu noch sagen? Ja, gar nichts mehr. Außer, dass wir halt eben, wir drei Hübschen, den A Hard Day gesehen haben, der bereits 2017 in Korea, Südkorea beziehungsweise, erschienen ist und jetzt eben auch in Deutschland. Und ob dieser Film uns unseren harten Tag ein bisschen versüßt, erleichtert hat, werden wir in dieser Besprechung herausfinden. Bevor wir das aber machen, sei euch da draußen kurz erklärt, worum geht es überhaupt in A Hard Day? Wer von euch wollte die Inhaltsangabe machen? Ich mach das. Ich wollte nur sagen, erst 2014 Südkorea rauskommen, nicht 2017. Aber Oh. Es tut mir leid. Ich hab versagt. Böse. Nein, es geht um Detective Co. Der hat einen wirklich harten Tag. Seine Mutter ist gestorben. Dann werden Korruptionsvorwürfe gegen ihn und sein Team erhoben. Auf dem Weg zum Büro von der Beerdigung überfährt er betrunken einen Mann und kommt dann auch noch in eine Verkehrskontrolle, wo sie halt dann irgendwie drauf kommt, dass er halt Alkohol getrunken hat, weil er halt nicht blasen will. Und er rettet sich diese ganze Situation halt irgendwie raus, hat aber das Problem, dass er eine Leiche im Kofferraum hat und die irgendwie loswerden muss und eben Korruptionsvorwürfe gegen ihn sein Team erhoben wurden. Und er beschließt sich dann, die Leiche im Sarg seiner Mutter zu verstecken und so verschwinden zu lassen, weil die ja begraben wird. Und ja, er muss dann, die Tat wird halt beobachtet und er wird dann von dem Typ, der ihn beobachtet hat, erpresst und muss den versuchen, irgendwie loszuwerden, gleichzeitig versuchen, die Korruptionsvorwürfe irgendwie zu untergraben oder loszuwerden. Und ja, das ist halt dann so sein Leben und das wird halt dann nicht einfacher nach diesem harten Tag für ihn. Vielen Dank. Ich habe von dem Film vorab nichts gesehen, nichts gehört. Ich kannte nur ein Bild und dieses Bild hat mir persönlich suggeriert, hey, das ist so ein typischer südkoreanischer Actionfüller, wie sie es zuhauf gibt. Und war dann überrascht, was der Film letztlich war. Wo würdet ihr jetzt genre-technisch A Hard Day einordnen, Sarah? Oh Mann, das ist jetzt ja eine richtig schwierige Frage. Ich würde vielleicht so Drama-Thriller-mäßig das einschätzen. Katharina? Ja. Ja, auch so Action-Thriller-Drama, sowas in der Richtung. Was sagst du denn, Stu? Ich habe ihn, also aus meiner Perspektive war das fast schon eine Thriller-Komödie. Ich habe wirklich öfters nicht laut lachen, aber lachen müssen. Es gab einige Momente und Szenen, die mein Epizentrum für schwarzen Humor durchaus angekitzelt hat. Ah, stimmt. Ja, es gibt da ein paar Szenen. Stimmt, da musste ich schmunzeln. Gelacht habe ich nicht, aber geschmunzelt. Stimmt, ja. Ja, das liegt daran, Sarah, weil du aber knallhart bist. Also ich war überrascht, was dieser Film für mich zumindest persönlich letztlich war. Ich hatte aber auch mit ihm ein paar Probleme. Eines der Hauptprobleme ist die Hauptrolle dieser Detective Cole. Den Schauspieler werde ich jetzt nicht aussprechen, das lasse ich lieber. weil ich finde, sein Charakter an sich
ist eigentlich komplett uninteressant. Also alles, was der Film einem auftischt, ist es situationsbedingt alles. Aber über ihn persönlich erfährst du nichts. Du hättest da auch ganz ehrlich Meister Propper hinstellen können und es wäre dasselbe Ergebnis gewesen. Ja, das stimmt. Und das ist auch, also er ist auch am Großteil von seinen Problemen, ist auch einfach selber schuld. Also bis auf den Tod seiner Mutter, dafür kann er nichts, aber für den Rest... Wissen wir nicht. Wer weiß. Ja, das stimmt auch. Also beim Rest... Andererseits finde ich, es ist auch halbwegs, mit dem großen halbwegs realistisch dargestellt, wieso er vielleicht zu diesen Lösungen kommen könnte. Ja, das... Also es wird ja so ein bisschen erwähnt, was er in seiner Familie, was da so der Hintergrund ist, was da so alles dahinter steht. Hm. Ja. Aber ich fand halt so ihn als Figur, ich fand, der hatte kein richtiges Profil irgendwie. Nee, das hatte er gar nicht. Also wie du gesagt hast, Meister Propper, das war 0815, ich bin ein Actionhauptmensch. Er ist halt der Protagonist und der ist so dieser Standardprotagonist. Hm. Ihm passiert was Blödes, er muss das lösen. Dann wird es ein bisschen interessant, finde ich. Aber gerade am Anfang, man sieht ihn, also ich war am Anfang auch gar nicht abgeholt. Die ersten 10 Minuten fand ich ziemlich schwierig, in den Film reinzukommen, weil man so gar nichts von ihm kennenlernt. Das war bei mir anders. Ich hatte Film von Anfang an irgendwie gehabt. Ich fand das von Anfang interessant, was da passiert und wie das jetzt weitergeht. Und auch wenn mir der Hauptcharakter jetzt, ich will es nicht egal sagen, aber jetzt, wie es sagt, 0815 Action hört war, hat mich der Film von Anfang an gehabt. Und spätestens ab dem Moment, wo er dann versucht, die Leiche im Sarg loszuwerden, da war ich voll angefixt. Ja, die Szene war genial. Die fand ich mega. Pardon. Der Film spielt ja vor allem immer wieder so in diesem Spannungsmoment, dass er irgendwas erledigen muss, was keiner mitbekommen soll. Zum Beispiel seine tote Mutter das Unfallopfer in den Sarg seiner Mutter zu legen. Und es steht, da schwebt hier immer die Gefahr mit, dass er erwischt wird. Ja. Und ich bin für so eine Art von Spannungsaufbau bin ich sehr zu haben. Also mich bekommt das auch andauernd. Ich glaube aber, dass ich noch wirklich mehr mitgezittert hätte, wenn mir er als Figur nicht ziemlich egal gewesen wäre. Also es war so ein bisschen schwierig zu sagen, man möchte, dass er gewinnt. Genau. Also ob er gewinnt oder verliert, das ist so, man kann beide Seiten verstehen irgendwie. Ja. Okay, das ist aber lustig, dass ihr das sagt, weil das war bei mir komplett anders. Ich wollte schon, dass er gewinnt. Ich habe schon mit ihm sympathisiert. Auch wenn er mal egal, also nicht egal ist das falsche Wort dafür. Es war halt jetzt nicht die emotionale Bindung, da war man halt noch nicht viel weiß und so, aber ich wollte trotzdem, dass er gewinnt. Es war mir nicht egal, ob er jetzt gewinnt oder verliert am Schluss. Hm. Ja, dieses, dass er gewinnen soll, das kam bei mir erst so, ich würde sagen, im letzten Drittel des Films. Aufgrund der Entwicklung habe ich dann gedacht, nee, du hast schon recht. Welche Figur in dem Film dann auch noch auftaucht und die jetzt vielleicht auch jetzt, über die wir auch nicht so viel erfahren, die ich aber unglaublich spannender fand als ihn, war halt sein Gegenspieler, dieser Mr. Park, der wirklich, allein vom Charakter her fand ich den großartig. Also wie der sich gab, wie der auftrat, also diese Szene im Klo, wo es halt so eine Art Schlagabtausch gab, ja. Großartig. Also die Figur war echt super gespielt. Und ich fand schon, dass wir aber auch eine ganze Menge über diese Person erfahren haben. Dafür, dass er wenig direkt mit uns, also man hat wenig direkt über ihn erfahren und mehr so über die Handlung anderer Leute. Handlungen anderer Leute. Man wusste auf jeden Fall, warum er das macht oder was seine Beweggründe dafür sind, dass er das macht, was er macht. Mhm. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber mich hat er irgendwie so nicht von seinem Auftreten her, aber er hat mich irgendwie an den Terminator erinnert. Also er tauchte halt immer zu den unpassendsten, ungünstigsten Momenten auf und hat immer noch dafür gesorgt, dass dieser Detective Co. immer noch ein bisschen mehr im Schlamassel ist, was eben auch zu einigen schwarzhumorigen Episoden führte. Und irgendwann dachte ich mir, also der Film hat ein bisschen was von den Coen-Brüdern, weil der auch so was leicht Nihilistisches hat. Ich habe mich einfach nur gefragt, wann ist es mal vorbei? Terminator ist gute Beschreibung. Also Terminator passt. Ja, es stimmt schon auch. Bitte. Ich würde sagen, es stimmt schon. Diese ganzen, auch das erste Zusammentreffen dann von dem Co. und dem Park eben, das sind schon ein paar so schwarzhumorige, wo man sich so denkt, da könnte ich jetzt schon lachen. Das ist schon gut gemacht, wie die so aufeinander treffen und so. Ja. Was ich sehr schön fand,
ich glaube, ich weiß nicht, ob das Leute stören würde oder ob sie es auch cool finden. Der Film baut halt alles auf, was später genutzt wird. Mhm. Also alles, was die so erwähnen, in typischer, ich sag mal so, Standard-Filmschule-Manier, baust du es auf, du führst es ein, du zeigst, was passiert und dann darf man daraus seine Schlüsse ziehen. Ja. Und das finde ich echt cool. Also ich liebe sowas in Filmen, weil ich denke mir immer, ha, ich weiß genau, was du gleich tun wirst. Und es fühlt sich gut an, weil ich weiß, was gleich kommt. Ja, so. Man fühlt sich so schlau da. Man weiß so, man denkt sich so, okay, jetzt wird das und das passieren, das haben wir gezeigt, dann kommt das Video und du bist so, ha, ja, ich hab's gewusst. Genau, genau. Manchmal noch mit so einem Twist. Das finde ich auch richtig cool. So, man weiß, was passiert, aber nicht, wie es passiert und solche Sachen. Genau, ja. Und das, finde ich, hat der Film richtig gut umgesetzt. Ich liebe das. Wobei ich finde, dass er manchmal auch die Erwartung unterwandert. Zum Beispiel, wenn halt Co. auf Park trifft und es kommt halt zu so einem Schlagabtausch und der Schurke bekommt erstmal so einen heftigen Hieb in den Magen ab, seine Reaktion darauf, großartig. Die ist, oh, ja, ja. Ja. Und das hatte wirklich was, wie ich schon sagte, sowas wie als ein koreanischer Coen-Brüder-Film. So wirkte das in diesen einzelnen Momenten auf mich. Ja, es macht halt auch den guten Ausgleich aus. Man weiß, manchmal wirklich, was passiert und fühlt sich dann gut, aber manchmal wird man auch komplett überrannt von dem Film. Da. Und das ist auch gut, dass man halt nicht alles komplett vorhersehbar ist. Ja. Das und man trotzdem noch so, geil, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, dadurch wird er auch nicht langweilig. Genau, ja. Ah, wobei, da muss ich intervenieren. Der geht ja, fast 2 Stunden und ich glaube, wenn er ein bisschen kürzer wäre, ein bisschen schneller zur Sache gekommen wäre, hätte er mir vielleicht auch ein bisschen besser gefallen. Also ich fand, dass es durchaus hier und da eine Länge gab, also zumindest in meiner Perspektive. Ich mochte das. Ich mochte auch, dass sie diese, wir bringen die Leichen in den Sarg sehen und so, dass die das so ausspüren. Ich mochte das, dass sie das Spannungsaufbau haben und dass es das alles dauert hat. Das fand ich gut. Das hat mich richtig, dabei habe ich richtig mitgefiebert. Das war auch wirklich großartig und alleine sein Blick, wenn er dann diesen Bus sitzt und seine Tochter dann mit diesem ferngesteuerten Wagen da, ich will jetzt nicht sagen, warum das eine schöne Szene ist, weil es Spoiler wäre, aber großartig. Ja, die war sehr, sehr schön. Ja. Ach ja, sehr schön. Was ich aber auch sehr schön fand, alles, was man so als Supporting Cast hatte, also Nebenrollen, die waren nicht dumm. Die haben ihre eigenen Schlüsse gezogen. Und die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Sowas befriedigt mich immer sehr in Filmen, wenn ich sehe, auch die Nebencharaktere haben ein Gehirn und wissen es zu nutzen. Ja, das stimmt, ja. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr zu A Hard Day loswerden wollt? Und ich meine damit den Film, nicht euren harten Tag. ich glaube nicht, ne? Vielleicht an manchen Stellen hätte die Synchro, ich weiß nicht, ob manche Dialoge im Original auch so ein bisschen stelzig waren, aber zumindest in der Synchro waren sie an manchen Stellen nicht 100% rund. Also 99%. Ja, das ist so ein leidiges Problem, was Filme haben, die halt nicht große Hollywood-Ware sind. Die haben dann nicht so das Budget oder bekommen von dem deutschen Verleih nicht so das Budget gestellt für eine vernünftige Synchro. Ich würde da auch sagen, die Synchro war jetzt nicht übel, aber richtig gut war sie auch nicht, aber sie hat ihr Ziel erfüllt. Das, glaube ich, kann man festhalten. Was ich noch anmerken möchte, und jetzt versuche ich es trotzdem einfach mal, der Film ist ja vom Regisseur Kim Song-hoon. Und der ist aktuell bei Horrorfans in aller Munde, denn der hat diese Netflix-Serie Kingdom gedreht. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum der Film, also A Hard Day, jetzt in Deutschland doch noch erscheint. Ach so. Und wieder was gelernt. Das sagt mir gar nichts, aber macht Sinn. Wer sich so ein bisschen für koreanische Filme interessiert, unseren Hauptdarsteller aus diesem Film, den kennt man auch aus Parasite. Parasite kam zwar später, aber jetzt kennt man ihn aus Parasite für diesen Film. Also Parasite finde ich ja großartig, aber ich muss ja mal kurz einen kleinen Rant machen. Ich hasse es, wenn Leute einmal Parasite gesehen haben und jetzt glauben, sie wären südkoreanische Filmexperten. Zum Kotzen. Sorry. Das stimmt. Aber das ist der einzige es ist nicht der einzige Film, den ich kenne. Aber der einzige, du hast nur einen Film in deinem ganzen Leben geguckt, Sarah. Was machst du beim Telestammtisch? Ja. Vieles aufholen. Ja, okay. Fake it till you make it. Okay, ich würde dann sagen, wir kommen mal zum Fazit. Und dann müssen wir natürlich jetzt klären, welche Punkte vergeben wir. Autokratzer. Okay. Dann Sarah, fang noch an. Du kannst vergeben 0 bis 5 Autokratzer. Jetzt wird es schwierig. Also rein filmtechnisch fand ich ihn sehr, sehr, sehr solide gemacht.
er hat eine interessante Story mit ein paar Twists, die jetzt nicht, also man, sie reißt einen nicht ganz vom Hocker. Insgesamt würde ich dem Film 3 von 5 Kratzern geben. Okay. Okay, ich würde ihm, also ich fand ihn anscheinend ein bisschen besser als ihr, aber Geschmackssache, ich würde ihm 3,5 von 5 Autokratzern geben, weil ich hätte eine gute Zeit damit. Okay, ich bin hin und her gerissen, weil ich vor dem Cast eigentlich dachte, ich gebe ihm entweder 3 oder 3,5 und hatte gehofft, dass ich jetzt mit diesem Dialog mit euch jetzt irgendwie mein finales Fazit herausfinden kann. Jetzt hast du 3 gegeben, du 3,5, auch super. Du bist die Entscheidung. Ich kann auch 4 geben, dann kannst du 3,5 geben, dann bist du mittendrin. Nein, 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 ist schon gut. Ich würde ihm 3 Punkte geben. Also es ist ein wirklich schöner Film, ein guter Film. Er hat so seine paar Problemchen. Wenn man auf Thriller-Komödien steht, dann sollte man da definitiv einen Blick riskieren. Der hat wirklich seine guten Momente, hat ein paar Sachen, die er nicht richtig macht, meines Erachtens nach. Nichtsdestotrotz ein Film, der nicht wehtut. Und das ist ja heutzutage auch schon viel wert. Gut, dann ist es Zeit, sich zu verabschieden. Nicht weinen, wir kommen wieder. Auf Wiedersehen. Ja, wenn ihr draußen jetzt auch sehr traurig seid, dann, es müsst ihr nicht. Es gibt doch jede Menge andere Filmbesprechungen beim Telestammtisch. Ihr könnt dem Telestammtisch folgen bei Spotify und ihr könnt dem Telestammtisch auch gerne eine positive Bewertung da lassen, unter anderem bei Apple Podcast. Warum? Weil wir es verdient haben. In diesem Sinne sage ich Tschüss, dann darf sie Sarah Tschüss sagen und Katharina gebührt das letzte Wort. Tschüss. Tschüss. Ciao. Einen traumhaft wunderschönen guten Abend an alle Menschen da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir, das heißt meine Wenigkeit und der gute Olli. Hallo. Und der Lasse. Hey, ich finde, es ist ein richtig schöner Tag zum Angeln heute. Auf jeden Fall. Nice day for fishing, ain't it? Ja, damit schon die Einleitung. Wir besprechen einen Kurzfilm mit dem Namen Balin's Root. Das ist einfach Besonderes, denn wir besprechen ja heute keinen Film, wir besprechen keine Serie, sondern wir besprechen ein YouTube-Video. Denn mehr oder weniger ist es aktuell nicht, wobei es eigentlich viel mehr ist. Wieso, weshalb, das besprechen wir jetzt. Und ich würde sagen, der gute Lasse, fasst mal zusammen, worum es in Balin's Root geht. Naja, im Prinzip geht es um den Alltag eines Videospiel-NPCs, welcher unterbrochen wird, indem er in eine epische Nebenquest hineingezogen wird. Und sehr viel mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen, aber es geht eben um einen Typen, der vergleichsweise auch bekannt geworden ist bei YouTube, halt bei diesem YouTube-Channel und so weiter und so fort. Und zwar als den NPC, der nur einen Satz auf Lager hat und halt im Prinzip alles, was er sagt, ist Good morning oder morning, nice day for fishing, ain't it? Haha. Und das ist alles, was er sagt. Da hat seine festgesetzte Route und diese wird halt eben unterbrochen. Und ja, woher man das so alles vielleicht kennen könnte, dazu kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, Olli, weißt du, woher das Ganze kommt? Ja, dürfte euch vielleicht bekannt sein, das ist ein Comedy-Channel, Viva la Dirt League. Das sind Leute, die sich diversen Spielen angenommen haben und die so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Es gibt also Parodien zu Red Dead Redemption oder PUBG oder eben generell das Rollenspiel. Und aus diversen dieser Sketche haben die sich jetzt zusammengesetzt, ein Kickstarter-Projekt letzten Jahres zwischen März und Mai gestartet, um einen Kurzfilm zu drehen, der so um die 37 Minuten jetzt mittlerweile geht, der ein paar der bekannten Gags nochmal aufgreift, aber auch sehr viel Neue reinbringt und eigentlich das Ganze drumherum im Umgang mit NPCs und Rollenspiel und die Verrücktheiten alles so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ja, genau. Das Ding ist ziemlich gewaltig. Die haben ja echt über 3 Millionen Abonnenten. Ich bin auf die gestoßen, weil ich meinerseits, ich bin nicht nur halt, ich spiele gerne Rollenspiele am PC, ich bin auch Live-Adventure-Roleplayer, ich bin LARPer. Entsprechend, und die arbeiten ja auch mühevoll und zusammen und so weiter, da kriegen die ihre Kostüme und Waffen her teilweise. Entsprechend erkennt man dann halt immer hier und da irgendetwas und es ist einfach, es ist ein netter, hübscher Kanal. Ich muss zugeben, ich habe seit Jahren nichts mehr von denen angeguckt, weil mir einfach die Zeit fehlte, aber die haben ja unfassbar viele Sketche, gerade halt was diese Fantasy-Sachen angeht. Ja, ich möchte mal auf den YouTube-Kanal zurückgehen. Also ich gucke ja Viva la Dirt League schon etwas länger durch diese Epic NPC Man. Ja, das berühmte Intro hier. Epic
NPC, man! Ja, und da geht's da quasi um einen Questgeber in einer kleinen Stadt namens Honeywood. Ja, das ist so ein typisches kleines ländliches Dorf, ne? Und da stehen halt so ein paar Händler rum, so wo, wie so typisch in World of Warcraft oder Skyrim, so ein bisschen, wer das gespielt hat, der kennt das vielleicht. Und da steht halt einfach einer rum, der hat so ein bisschen, der hat so Knoblauch an seiner Hose hängen, hat so eine kleine Hütte näher hinter sich und hat immer so ein gelbes Ausrufezeichen über dem Kopf, denn er ist ein Questgeber. Und prinzipiell jedes Video oder fast jedes Video fängt damit an, dass Balin, also der Angler, vorbeikommt in seiner komischen festgelegten Route, bleibt vor ihm stehen, dann haut er seinen Spruch raus, lasse, lach raus, nochmal, komm. Morning, nice day for fishing, ain't it? Aha. Genau, das ist der Spruch. Und dann läuft er weiter und dann geht eigentlich erst das Video los. Das heißt, Balin ist eigentlich sowas wie ein Running Gag. Das heißt, es geht nicht immer um ihn. Es gibt ein paar einzelne Folgen, wo man auf ihn ein bisschen mehr eingeht. Aber eigentlich ist es so ein Dauer-Running Gag geworden. Und ich finde es halt witzig, dass sie genau das genommen haben, um einen Film zu produzieren. Ich bin ja total gecatcht gewesen, als die den Trailer rausgebracht haben. Der war ja irgendwie so 3 Minuten lang. Und das war so ein richtiger Kinotrailer, wie bei so einem richtigen AAA-Hollywood-Film. Und da wurde so richtig geteasert, so, kommt ein richtig krasser Film raus. Ich dachte echt, das Ding geht eine Stunde, dafür musst du Geld bezahlen, dass du den irgendwo runterladen kannst oder so. Aber nein, es ist einfach nur ein YouTube-Video, was die dann hochgeladen haben. Also ich hätte dafür Geld bezahlt. Und dann ist der Trailer hat mich so gecatcht. Also wirklich schon die Qualität des Trailers war großartig. Und dann habe ich mir gestern den Film angeguckt. Also der kam ja gestern erst raus. Heute ist der 10. Mai, als wir aufnehmen hier. Und gestern war der 9. Mai, da kam es dann offiziell raus. Hab's mir dann am Abend angeguckt, die ganzen 37 Minuten. Und dann war ich total geflasht, weil das sieht einfach großartig aus. Also das kann wirklich mit allen möglichen AAA-Titeln mithalten. Was sagt ihr dazu? Wie hat es euch gefallen, so erstmal optisch und kameramäßig und so? Ich habe jetzt in den letzten paar Tagen wieder ein paar echt gute Filme gesehen. Filme, die ich sehr gerne mochte. Also etwas wie Shadow in the Cloud, dann für Netflix gab's für Mitchells vs. The Machines. Dieser hier reiht sich ein. Das ist bisher einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich war extrem, ich war extrem angetan von dem Ding. Naja, ich meine, der Kanal spricht für sich. Dieses Video ist gerade mal etwas über einen Tag on und wir haben schon über 1 Million. Wir haben fast 1.200.000 Aufrufe. Also es ist bekannt, das Ding. Und filmtechnisch sieht das erste Sahne aus, muss ich sagen. Also wirklich tolle Kamera und so. Das ist jetzt keine Handycam oder so, sondern man hat schon das Gefühl, da ist richtig was am Start. Ja, und es ist ja Neuseeland. Also wir haben Landschaften, die wir ja so ein bisschen aus Herr der Ringe kennen. Also absolut. Diese epische Aufladung ist dabei. Ja. Wenn ihr vorher nicht wusstet, also wenn die Zuschauer vorher nicht wussten, dass das halt Neuseeland, eine Neuseeland-basierte Gruppe ist, dann weiß man es nach diesem Film, weil meine Güte, halt, der Untertitel ist ja im Prinzip, der Film heißt Balin's Route, an epic NPC man adventure. Der eigentliche Titel sollte lauten Balin's Route, we've got a drone, bitches. Aber ich muss echt sagen, da sind auch geile Kamerafahrten dabei. Also wirklich so aus weiter Entfernung, da laufen ein paar Leute durch die Gegend. Du könntest meinen, das sind von Herr der Ringe die zwei Türme, wo Gimli und wer war es noch? Legolas und Aragorn. Und? Genau, und Legolas, die drei halt versuchen, die Hobbits wieder zu bekommen. Die rennen den Orks hinterher. Und da hast du auch so ganz viele Kamerafahrten aus der Luft, wo du die drei irgendwo rumrennen siehst. Und solche Szenen hast du da auch. Und du könntest das 1:1 rausschneiden, Herr der Ringe reinschneiden. Du würdest nicht mitkriegen, dass es nicht Herr der Ringe ist. Yes. So gut ist es gemacht. Und du siehst wirklich im Hintergrund diese ganzen Berge und die Landschaften. Das ist alles wunderschön und super geschnitten. Und auch die Übergänge, dass du wirklich siehst, das sind Leute im Hintergrund, das wunderschöne Wetter, blauer Himmel, ein paar Wolken, die Berge. Und das ist einfach alles wunderschön. Das ist wirklich richtig, also kameramäßig AAA. Richtig gut. Ja, das ist der Wahnsinn. Es gibt eine Long-Take-Kampfszene und ich weiß nicht, ob sie da hier unter getrickst haben, aber die ist relativ beeindruckend auch für die Mittel, die sie hatten, wo ich dachte, nice, also was sie da durchchoreografiert haben. Ohne dass es halt irgendwie so mega jetzt show-offy, es passt einfach wirklich richtig gut in den Kontext rein. Also das war alles wirklich schön. Und ja, die Landschaften, die Kameraarbeit allgemein, die Kostüme eben auch und so. Also das fühlt sich an wie, ja, richtig, richtig episch. Und dazu passt auch die Musik. Ist ein sehr, sehr schöner Soundtrack, den sie da liefern. Ja, ja. Absolut. Also wir sehen jetzt, wir haben absolut gutes Schauspiel. Also die Schauspieler sind gut. Also wir nehmen jetzt mal den Hauptcharakter, den Balin, also den Angler. Der wird gespielt von Rowan Benjamin. Das ist einer von den drei Gründern von Viva la Dirt League. Und der ist nicht unbekannt. Wenn man sich mit dem beschäftigt, dann findet man raus, dass er in seiner Vita schon ganz viele Sachen gemacht hat. Er hat schon ganz viele Werbedrehs gemacht, in irgendwelchen TV-Serien hat er mitgemacht, zum Beispiel bei den Ninja Turtles, sondern bei Power Rangers, irgendeine Serie hat er irgendwie eine kleine Rolle. Er hat in diversen TV-Produktionen mitgemacht und er war Statist in Avatar.
Und da sieht man ihn auch. Da gibt es diese eine Szene, wo dieser komische General da vor diesen tausend Leuten in dieser Halle so spricht. Da sitzt er ganz vorne in der ersten Reihe und hört ihm ganz gespannt zu, nickt ihm richtig zu, so, ja, ja, genau, ja, du. Ja. Und da spielt er auch mit. Also es ist niemand, sondern der hat Erfahrung. Und die haben sich ja nun auch in den letzten paar Jahren mit dem YouTube-Kanal ausgelebt. Absolut. Ja, und ich glaube, das ist so ein, da wird noch viel, viel kommen. Ich habe gelesen, dass dieser Kurzfilm quasi sowas war wie ein Test, um zu sehen, ob die es hinkriegen, ganze Filme zu produzieren. Ganz ehrlich, wenn ich in der Qualität einen ganzen Film kriege, ey Leute, ich sitze im Kino. Ich will mehr. Also, absolut mehr, ja. Und das Tolle ist auch, dass man den Film sehen könnte. Man sollte ein bisschen Hintergrund haben, von wegen halt, wie funktionieren Videospiele und so weiter und mit NPCs und so weiter. Aber man muss nicht den Kanal kennen, um das, was da passiert, lustig zu finden. Im Gegenteil, wenn man es noch gar nicht kennt, dann wird man viel mehr überrascht. Ja, es gibt viel mehr Gags, die man noch nicht kennt, ja. Genau, es gibt halt am Anfang wiegen die sich so ein bisschen in Sicherheit, weil es eben halt, da liefern sie ein paar der Running Gags ab, unter anderem halt auch den Mann mit der einzigartigen Heulerei. Und, der übrigens aber, der die Regie geführt hat. Das ist, warte, lass mich kurz überlegen, ist es Alan Morrison? Alan Morrison ist der Knoblauchhändler. Stimmt, so. dann ist es Adam King. Genau, ja. So rum. Adam King, der Regie und auch, glaube ich, das Drehbuch geschrieben hat. Ich muss jetzt die Outtakes nochmal gucken. Genau. Regie Adam King und Alan Morrison, genau. Und der Alan Morrison ist der Knoblauchverkäufer und der Adam King ist der Typ, genau. Genau, also am Anfang haben sie noch ein paar von den typischen Running Gags und dann geht sehr schnell über in das eigentliche Abenteuer und wovon ich auch so ein bisschen überrascht war. Aber das eigentlich nicht wirklich überrascht, weil wenn man deren Gags guckt, die bauen da unfassbare Tragik mit ein, wenn es passt. Also unfassbar. Das war ultra emotional. Ja, und es gibt zum Beispiel diesen einen Sketch, der heißt Soulmate. Das Ding ist herzbrechend. Und das hier reicht da ziemlich gut heran, was sie hier so alles an Aufbau und Charakterentwicklung liefern innerhalb dieser kurzen Zeit. Also man ist zwischendurch halt wirklich melancholisch und auch gerührt. Absolut. Ich will nochmal auf die Kampfszene eingehen. Olli, wie hast du die empfunden? Diese krasse Kampfszene mit den Orks und dieser Choreografie, die da war? Ja, war ein ziemlich langer One-Take. Wir haben hier und da ein paar Effekte, aber es ist auch ein bisschen angespeedet worden an so ein paar Situationen, aber er selber ist die ganze Zeit im Bild, Rowan Benjamin, also er selber kämpft, also das ist eigentlich witzig, weil er auch er ist plötzlich nicht mehr nur diese NPC, sondern plötzlich funktioniert er wie so eine Kampfmaschine halt, also dass er es mit zwei Orks gleichzeitig aufnimmt, so, ja. Ich hatte es erinnert an Neo aus Matrix, wo er plötzlich merkt, dass er kämpfen kann, wo die dann auf dem Schiff dann sagen so, er begreift es jetzt, er hat es verstanden und dann so, oh mein Gott, und dann hat er plötzlich so bam, bam, so richtige Neo-Moves, so, oder wie aus Matrix, so richtig krasse Moves, so übelst schnell, als ob er ein Agent wäre. Also es ist richtig cool gemacht, also die Choreo waren echt geil. Ja, genau. Man könnte halt fragen, woher kann er das und so weiter, was schlummert da in ihm? Und ich glaube, die überlassen es so ein bisschen den Zuschauern halt zu überlegen, was genau, warum er das plötzlich kann. Es könnte ja gut sein, dass irgendetwas, dadurch, dass er so jetzt abgetrieben wird von seiner Route, dass da vielleicht irgendetwas in der Programmierung jetzt durcheinander gekommen ist oder so, wer weiß. Naja, es gibt ja einen Trigger, ne? Also es gibt ja einen Trigger. Oh ja, absolut. Den er beschützt, also ja. Absolut, das ist halt das Coole. Und eben was sie ja auch mit einbauen, ist so ein bisschen die Kritik an der Spieleweise von bestimmten Leuten, wo es halt im Prinzip, es geht gar nicht einigen Leuten oder vielen, geht es halt nicht mehr wirklich irgendwie um die Erfahrung, sondern irgendwie nur noch, ja, was weiß ich, Lernpunkte, Erfahrungspunkte, bla bla bla, ich interessiere mich einen Scheiß für das, was du hier erzählst und so weiter. Die sind halt gar nicht emotional und Schnellreise da. Involviert, geht nur um die Technik und um Fortschritt und so weiter und so fort. Aber wie sie das, es wird ja auch nicht wirklich ins Gesicht gerieben. Es gehört halt einfach sehr natürlich zur Story. Das ist einfach richtig schön gehandhabt. Ja. Hat jemand von euch den World of Warcraft Movie geguckt damals? Den Film von World of Warcraft oder Warcraft allgemein? Oh ja, den 2016er, ja. Ja, so da war ja nun CGI-Monster, ne? Und stell dir mal vor, wir hätten einen World of Warcraft-Film, da die originale Thematik des Films oder der Bücher und der Lore macht, aber mit der Machart von denen. Wie geil wäre das bitte? So, da hätte ich irgendwie Bock drauf, so als Komödie zu machen.
Das wäre cool. World of Warcraft, irgendwie the Movie oder so ein Kram, keine Ahnung. Aber das in der Machart, mit den gelben Ausrufezeichen, mit den gelben Fragezeichen und den ganzen Gimmicks aus solchen MMOs, hätte ich das mega. Das hätte zu dem Humor gepasst, den das Spiel ja an sich sonst hat. Ja. Was dazu auch gut passen würde, halt dieses Team mit einer Verfilmung vom Critical Role Dungeons & Dragons Gruppe, die sich selber halt aufzeichnen während. Das ist eine unfassbar beliebte Gruppe und halt die, da gibt es so viele Cartoons zu, die Fans gezeichnet haben und ich glaube, die arbeiten auch inzwischen an der Filmadaption, aber halt dieses Team, wenn die das adaptieren würden, das wäre cool. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie dann ein paar Leute an einem Tisch sitzen und würfeln und halt ihre Listen vor sich liegen haben und dann hast du einen Cut in das Abenteuer selbst, was gerade wirklich passiert. Genau, sowas gibt's auch schon. Es gab schon eine andere Gruppe auf YouTube, die sowas gemacht hat mit mehreren Filmen. Okay, das muss ich mir noch reinziehen. Da kannst du mir nachher mal einen Link schicken. Das habe ich Bock. Oh ja, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube, das hieß so ähnlich wie The Players oder The Gamers oder so. Aber das ist eine schöne Reihe. Ich weiß nicht, ob alle hundertprozentig auf YouTube sind, aber es gibt da schöne Gags und die machen das im Prinzip halt wirklich, wo sie ab und zu durchbrechen sie das und dann halt die wütende irgendwie Nachbarmitbewohnerin, die steht dann plötzlich halt in der Fantasy-Welt und dann cut und dann steht sie aber halt mitten im Raum und beschwert sich über den Lärm und so weiter. Also die arbeiten sehr, sehr clever mit filmischen Mitteln. Und ja, wenn die das auf diesem Niveau hier noch weitermachen könnten, halt diese Art, das wäre cool. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Wir kommen langsam mal zum Schluss, sonst wird die Besprechung hier länger als der Film eigentlich selbst. ich sag mal, lieber Lasse, hau mal eine Bewertung raus. Wie würdest du es bewerten? 4 von 5 Angelrouten, absolut. Ich fand ihn sehr gut. Ganz, ganz wundervoll, allerliebst. Ich habe gekichert und ich war berührt und bewegt. Und ich freue mich drauf, ihn auch noch mal zu gucken und ihn anderen Leuten zu zeigen. Also ich fand das Ding wirklich schön. Sehr schön. Olli, hau raus. Ja, ich bin absolut Rollenspielbegeistert. Insofern konnte ich eigentlich mit allem was anfangen und fand es auch unheimlich liebevoll. Es ist auch sehr gut, dass dieser Film vor Ryan Reynolds Free Guy rauskam, weil der soll ja dieses Jahr auch noch kommen. Da geht es ja auch um NPCs und so. Insofern haben die hier nochmal aus dem Vollen schöpfen können, bevor das dann irgendwie als Rip-Off oder so ankommt. Mhm. Ja, auch ich würde sagen, 4 Angelrouten von 5. Das ist echt ein geiles Ding. Ja, und da komme ich mal dazu. Also ich gebe dem Ganzen sogar 4,5 von 5. 5 nicht, weil es gibt einen Punkt, den ich negativ beanspruchen muss, was aber an dem Budget einfach liegt. Das sind die Masken von den Orks. Also wenn ich jetzt mal mir Herr der Ringe angucke und mir angucke, wie da die Orks aussehen und die ganzen Monster, wie realistisch die aussehen, da hat man bei den Masken doch ein bisschen gesehen, dass es Gummimasken waren. Das ist dann wirklich das Einzige, was ich wirklich negativ an dem Film ansprechen kann. Aber wenn man sich drauf einlässt, ist es absolut kein Problem, es ist trotzdem super gemacht. Es ist toll gespielt, die Kamerafahrten sind einfach nur AAA, das sieht alles wunderschön aus, das Bild ist gestochen scharf, die Kulisse ist einfach nur traumhaft, tolle Kostüme und auch das alles drumherum. Und dann eine tolle Story, die, wie gesagt, einen zum Lachen bringt und auch die mitfühlend ist. Also pure Empfehlung, wir haben jetzt nicht gespoilert, zieht's euch rein, geht 30 Minuten, ein paar Minuten Outro und dann ist das Ding gelutscht. In diesem Sinne, liebe Freunde da draußen, danke fürs Zuhören. Schaut euch bitte Baylins Route an auf YouTube von Viva La Dirt League. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich geh jetzt mal weiter angeln. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tele-Stammtischs. Und zwar gucken wir uns heute Puppy Love an. Mit mir zusammen hat den geguckt, der Niklas. Hallo, Niklas. Hallo zusammen, hat mich gefreut. Und ich bin die Luisa. So, Niklas, kannst du mir mal ganz kurz zusammenfassen, was so die Eckdaten des Films sind? Ja, Puppy Love ist ein schon etwas älterer Film, der allerdings jetzt erst hierzulande auch in deutscher Sprache erschienen ist. Der hatte nämlich schon 2013 quasi Premiere, ist dann nochmal durch die Festivals gegangen 2014. Wir blicken ja also schon auf ein etwas länger zurückliegendes Kapitel. Und das Ganze ist eine Co-Produktion, entstanden in Belgien, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz, ist im Original französischsprachig und behandelt die Geschichte von Jean, einem 14-jährigen Mädchen, ihrem alleinerziehenden Vater samt Bruder und ihre, ja, sag ich mal, ist eine Art Coming-of-Age-Geschichte. Die Jean ist mit ihrem 14 Jahren noch Jungfrau, möchte jetzt quasi sexuelle Erfahrungen sammeln und lernt dabei Julia kennen. Das ist eine ungefähr gleichaltrige, ich glaube, das geht aus dem Film nicht so ganz hervor, gleich als junge Dame, die sie kennenlernen und die deutlich freizügiger lebt. So, und John und Julia freunden sich an und dann geht das Ganze über in eine Art wildes Abenteuer, kann man das so sagen?
Ja, doch, auf jeden Fall sehr, sehr wild. Also auf jeden Fall für das Alter, für 14 Jahre schon sehr wild. Ja, und genau. Das ist halt, man könnte jetzt vielleicht so sagen, klischeehaft französisch, da geht es halt heiß her, sehr leidenschaftlich. Und der Film hält sich da auch nicht unbedingt zurück. Allerdings finde ich gar nicht so sehr unbedingt wegen der Explizitheit von Nacktheit. Die ist da, ja, aber sicherlich Filme, die, ich sag jetzt mal, härter sind, sondern eher, weil der Film ganz, ganz viele Situationen zeigt, die einfach so, ich sag mal, unangenehm zu schauen sind, wenn man sich selber in die Lage versetzt. Absolut. Zumal, ich weiß nicht, wie es dir da ging, konntest du dich da hineinversetzen in die Rolle des 14-jährigen Mädchens, beziehungsweise für dich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger aus der männlichen Perspektive, aber konntest du dich hineinversetzen mit deinem 14-jährigen Ich? Das ging mir total schwer. Wie war das bei dir? Also jetzt will ich nicht zu weit aus meiner dunklen Kammer Vergangenheit. Ich finde auch, dass es schwierig ist. Es ist schwierig, diese Hauptdarstellerin in vielen Szenen zu lesen. Die hat ja auch einen teilweise immer sehr, ich würde schon fast sagen, abwesend wirkenden Gesichtsausdruck. Also nicht immer, das würde ich so nicht sagen. Sie ist auch oft, hat auch emotionale Momente, aber sehr oft, wenn man so das Bild des Gesichtes in der totalen oder im Vollumfang sieht, dann denkt man sich, was geht denn da jetzt vor? Und ja, ich hatte irgendwie auch so den Eindruck, sie war unfassbar verträumt. Ja. So, ja. Also sie war immer irgendwo wo ganz anders und ganz, ganz weit weg von der Situation, in der sie sich irgendwie gerade befindet. Und da wusste ich auch nicht so richtig, kann sie die Situation eigentlich gerade richtig einschätzen? Also versteht sie, was da gerade passiert und was da gerade auf sie zukommt? Verarbeitet sie das? Ja. Ich weiß nicht. Fand ich irgendwie ziemlich krass. Vielleicht auch für den Zuhörer oder die Zuhörerin an der Stelle. Wir reden jetzt manchmal so ein bisschen drumherum, weil wir nicht zu viel vorgreifen wollen. Ich sage an der Stelle nochmal, was eingangs auch schon genannt worden ist. Es gibt da einige sehr explizitere Szenen, also kurz Sexszenen, aber auch Szenen, in denen Nacktheit sehr explizit dargestellt wird. Das allerdings halt immer in einer Art und Weise, wo ich mir denke, uff, das ist schon manchmal schwierig. So. Und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, was wir mit schwierig meinen, weil es jetzt auch eher schwer zu greifen ist für jemanden, der den Film nicht gesehen hat. Was das Hineinversetzen angeht, also ich kann nachvollziehen, dass sie da in dem Alter dann anfängt, sich für das Thema Sexualität zu interessieren. Sie geht da ja auch sehr initiativ, sage ich mal, vor. Und dann passiert aber etwas, was halt ja sehr kompliziert ist. Sie hat so das Bedürfnis, da mehr, überhaupt was zu erfahren, mehr zu erfahren und trifft dann auf eine Person, die ganz, ganz viel erfährt und sehr viel, ein sehr aktives Sexualleben hat, was sie dann tatsächlich etwas überfordert. Also das ist so dieser Sprung von, kriegt nicht das, was ich haben möchte, ich möchte da irgendwie mehr entdecken und dann plötzlich beschleunige ich aber auf 250 km/h und habe eigentlich gar keine Kontrolle mehr über das, was da passiert. Ja, zumal, und ich glaube, das kann man tatsächlich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, die Szene ist auch ziemlich zu Beginn und ich glaube auch, wenn mich erinnern zu können, dass die im Trailer enthalten war, sie hat ja versucht, irgendwo ein bisschen ihre Sexualität zu erforschen und auszuleben. Das zeigt sich in vielen Szenen ganz zu Beginn. Aber das war alles noch sehr, sehr zaghaft. Einmal mit ihrem, na, ich weiß nicht genau, ob das ein fester Freund war. Auf jeden Fall war das ein Freund von ihr. Mit ihm zusammen hat sie es versucht. Es hat sich einfach nicht ergeben. Sie hat gemerkt, da fehlt irgendwie das, ja, das, die Atmosphäre, damit sie sich darauf einlassen kann. Es war alles ein bisschen awkward und dann haben sie es einfach sein lassen. Also sie hat sich da eigentlich schon rangetastet, aber eher viel zaghafter. Und dann kam diese Nachbarin, die sie einfach völlig, ja, abgeholt hat in dem Gebiet und noch viel mehr irgendwie reingezogen hat. Und das finde ich, gibt tatsächlich eine sehr, sehr interessante Dynamik, wo ich aber allerdings sagen muss, ja, einige Male tatsächlich das Problem hatte, ja, weiter zu gucken, weil das wirklich einerseits total fesselnd war, andererseits hat mich das selber als Zuschauer irgendwo überfordert. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Also ich finde, was der Film eigentlich ganz gut macht vom Ansatz her, ist, dass er dieses Thema als quasi Tabuthema aufgreift und dabei auch, ja, so ein paar Dinge auf, also anbohrt. Er baut sie nicht auf, er baut sie an, die vielleicht
ja, die Tabuthemen sind. Und das ist halt zum Beispiel, dass es ja auch beim Thema Sexualität ganz unterschiedliche Rollen gibt. Und es ist eben nicht immer nur das unschuldige Mädchen, das da irgendwie verführt wird, genauso wenig wie es nur die große Stecherin ist, die quasi hier Julia darstellt. Ja. Und ja, auch dieser Umgang mit Sexualität, das ist eben nicht immer nur dieses ein Mann oder eine Frau oder in dem Fall junge Person sein müssen, sondern dass es da vielleicht auch noch was dazwischen gibt oder vielleicht auch so Experimente, die unkonventionell wirken, aber halt auch, solange es alles einvernehmlich ist, ja ihre Berechtigung haben. Das irgendwie wird das alles so ein bisschen angegangen, aber ich finde, es zeigt einem halt dann nicht irgendwie so eine ganz klare Message. Und dann kommen noch so Sachen dazu, die ich würde schon fast sagen, ansatzweise problematisch finde. Es muss nicht problematisch sein. Und das ist die Rolle der Männer hier. Denn, sage ich mal, alle in einer jüngeren Bekanntschaften, die sie da machen, in ihrem Alter oder vielleicht auch etwas älter, die sind offenbar alle notgeil und haben nichts Besseres zu tun, als die jungen Mädels da aufzureißen oder aufgerissen zu werden. Meistens ist es ja eher andersrum, da muss man natürlich auch dabei sagen. Ja, und das fand ich dann schon, ich meine, natürlich kann das als Teil eines Kunstwerks, sage ich jetzt mal, so gemacht werden, um etwas zu verdeutlichen. Aber auch das ist halt die Frage, was sagt der Film mir da an der Stelle mit? Und ja, das finde ich dann manchmal für mich nicht klar erkennbar. Da muss ich dir total recht geben, zumal ich hatte so einige Male so den leichten Anflug von die männlichen Rollen haben dann quasi die Moral dahinter irgendwo hinterfragt, aber die wurde dann mir tatsächlich ein bisschen zu schnell über Bord geworfen häufig. Ja, also die männliche Sicht wurde sehr, sehr einseitig dargestellt und da war ich dann bei einer ganz bestimmten Situation enorm enttäuscht. Weil ich mir so ein bisschen mehr erhofft hatte, aber da möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber da bin ich total bei dir. Ich fand's tatsächlich sehr, sehr schwierig. Gut, ich kann mich auch in die männliche Seite nicht so hineinversetzen, aber mir war das auch ein bisschen zu flach gezeichnet bei den männlichen Darstellern. Und ich muss auch sagen, bei den weiblichen auch ein kleines bisschen zu sehr, weil irgendwann wurde es mir ein bisschen zu vorhersehbar. Und wie du auch schon sagst, die Message irgendwie hat mir gefehlt. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, den Film an einem Stück zu gucken, weil ich immer wieder anhalten musste, um das gerade Gesehene zu verarbeiten. Aber ich konnte auch nicht so richtig für mich feststellen, was genau will jetzt dieser Film mir damit sagen, außer Jugendliche haben ihre Sexualität, die entdecken sie natürlich und eben vor allem in einem geschützten Umfeld mit Eltern, bei manchen vielleicht mehr geschützt, bei manchen weniger. Also das wird zwar alles dargestellt, aber die eigentliche Message, die kann man so nicht so wirklich greifen. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch daran liegt, dass es ein Coming-of-Age-Film ist. Aber was ich dann auch gedacht habe, so wie das ausschaut, scheint er gerade so in der Zeit zu spielen, in der ich auch tatsächlich jugendlich war. Und ich konnte mich dann trotzdem nicht so richtig hineinversetzen. Ja, ich fand das total schwierig. Ja, wahrscheinlich auch, weil das hier, ich würde schon fast sagen, so eine Art Extrem darstellt. Ne? Also ich glaube schon, dass es Jugendliche gibt, die sowas erfahren, aber das ist sicherlich nicht jeder und vielleicht auch noch nicht mal der Durchschnitt. Ne? Also das mit Sicherheit nicht. Was du sagtest, was ich noch aufgreifen möchte, ist das Thema, der Film bohrt, wie gesagt, einige Dinge an, unter anderem wer mit wem und wer darf mit wem und was ist legitim. Aber wie gesagt, es bleibt am Ende nicht so wirklich die Quintessenz erkennbar. Und ich sag mal, die Schlussszene hatte für mich so ein bisschen den Impuls, okay, wir hatten hier dieses Thema oder diese ganze Themenreihe und jetzt haben wir sie irgendwie aufgegeben. Ja. Also gerade das Finale, wenn man es so nennen möchte, war für mich so ein bisschen, als hätte man am Ende nicht wirklich den Schlusspunkt gefunden und dann gesagt, hey, jetzt machen wir hier einen Cut und dann ist es durch. Ja, genau so kam es mir auch vor. Wobei die Schlussszene fand ich ziemlich eindrücklich in der Form, weil mir kam es zumindest so vor, als hätte sich die Hauptdarstellerin, also die Protagonistin, in dem Moment sehr stark von allem irgendwie abgegrenzt. Sie kam mir dann vor wie so eine, also als würde sie selber von außen nochmal auf die Situation blicken. Also so kam es bei mir an. Aber ja, also so ein wirkliches, also das Fazit hat irgendwie einfach gefehlt. Da fühlt man sich so als Zuschauer so ein kleines, also wirklich in der Schwebe.
klar, man verarbeitet das alles natürlich, also die ganzen Informationen natürlich nach seinem eigenen Wertesystem nochmal neu und versucht das alles einzuordnen, aber am Ende fühlt man sich damit dann total alleingelassen und weiß jetzt nicht so richtig, wohin mit seiner Einordnung und zu welchem Schluss kommt man denn jetzt eigentlich genau. Ja. Ja, das, ich meine, ich möchte nicht nur meckern. Was mir eigentlich gefallen hat, ist ja grundsätzlich dieser Ansatz zu sagen, wir fassen diese Tabuthemen etwas an und wir nehmen das auch ernst. Wir machen es nicht in einer Art und Weise, wo es zu anklagend ist. Ich finde, das macht der Film ja auch nicht. Also er gibt schon den Raum für Kritik, ne, auf jeden Fall. Aber er macht das jetzt nicht in so einer Art und Weise, wie es vielleicht in amerikanischen Filmen manchmal läuft, dass alles so anrüchig und anklagend gemacht wird. Auch die Szenen, die expliziten Szenen, finde ich schon an sich gut gemacht, handwerklich. Und deswegen ist es auch eigentlich so schade, ne, dass aus diesem Ansatz dann etwas geworden ist, was den Zuschauer so ein bisschen Fragezeichen über den Kopf zurücklässt. Ne? Und ja, das ist so das, was handwerklich vielleicht noch so zwei Punkte von meiner Seite. Einmal die deutsche Synchro. Ich kann selber beherrsche die französische Sprache nicht so und kann das nicht beurteilen in dem Fall. Aber ich finde, dass die deutsche Synchro vom Klang her nicht so sauber ist in vielen Szenen. Ich glaube, inhaltlich mag das alles korrekt wiedergegeben worden sein. Ich denke aber, wie es bei fast allen Übersetzung wollte ich schon gerade sagen, ist es halt so, dass die Originalsprache natürlich nochmal ein ganz eigenes Feeling mitgibt. Würde das den Film jetzt retten? Nein, denke ich nicht. Aber das ist mir in einigen Szenen halt aufgefallen. Und der andere Punkt ist, ich glaube, die Darsteller, die Jüngeren vor allem, sollen alle so ungefähr in meinem Alter sein. Das kommt nicht immer so rüber. Also ich finde, man sieht schon, dass die teilweise sehr unterschiedliche Altersklassen an Schauspielerinnen genommen haben und die in einen Topf geworfen haben. Allerdings, ja. Ja, das hat mich tatsächlich auch ein kleines bisschen gestört. Es war echt schwierig, vor allem bei Diane und Julia, bei beiden nochmal so den Bezug zu diesen 14 herzustellen. Ich musste mir das immer wieder in den Kopf rufen, die sind 14. Das fand ich ein bisschen schwierig tatsächlich. Aber was ich auch noch sagen möchte, um mal nochmal auf die technische Umsetzung anzusprechen. Also ich fand tatsächlich die Bildgebung total interessant. Das haben sie wirklich gut gemacht. Sie haben teilweise Szenen, die wirken alle eigentlich recht natürlich. Gleichzeitig haben sie es aber doch geschafft, einzelne Personen und Situationen extrem hervorzuheben mit extrem einfachen Mitteln. Und die Bilder haben sich total im Kopf eingeprägt. Und das, obwohl es einfach so eine einfache Situation eigentlich war. Also von der ganzen Bildgebung, zum Beispiel auch draußen in der Natur, da gab es eine Szene, die sich mir extrem in den Kopf eingebrannt hat. Wobei ich da nicht so ganz sicher war, ob es jetzt an der Situation selbst lag oder wirklich nur am Bild. Aber sie haben es echt geschafft, die Protagonisten ziemlich gut hervorzuarbeiten in manchen Situationen, wo es dann auch wirklich sinnvoll war. Und das fand ich dann doch ganz gut. Also sie haben gut mit Licht und Schatten und allem gut gespielt. Das fand ich dann richtig toll. Also von der Bildaufmachung her fand ich es ansprechend. Aber die Synchro fand ich auch, ja, problematisch. Ja, ja, und dann würde ich sagen, mit Blick auf der Tacho, kommen wir mal zu unserem Fazit. Wie viele, was auch immer, Sterne von 5 würdest du geben? Ach, ja, also das große Fragezeichen, das löst sich bei mir nicht auf. Ich glaube, ich werde auch noch einige Zeit drüber nachdenken über den Film. Und da muss ich sagen, das ist der Vorteil von dem Film. Er regt enorm zum Nachdenken an. Er regt dazu an, dass man sich selber aus der Komfortzone rausbewegt und über Dinge nachdenkt, die einen vielleicht auch eigentlich gar nicht so betreffen, aber wo man selber denkt, wie hätte man selbst damals als Jugendlicher gehandelt und wie würde ich beispielsweise handeln, wenn ein Jugendlicher in meinem Umfeld, also vielleicht sogar das eigene Kind, in so Situation abdriftet, oder was heißt abdriften, nicht mal, das wäre ja schon zu wertend, aber in solche Situationen gerät und wie würde ich das als Elternteil einordnen? Da fand ich es wirklich spannend, aber ja, es gab für mich einfach zu viele Defizite vor allem in der Schlussszene und auch, dass ich den Film wirklich teilweise nicht durchgucken konnte, weil das mir einfach zu viel, zu extrem war.
weil ich ja irgendwie erstmal diese vorherige Situation verarbeiten musste. Deswegen vergebe ich dem tatsächlich nur 3 Sterne. Ja, ich glaube, da kann ich mich so ungefähr anschließen. Die 3 Sterne verdient er sich ein bisschen durch diesen Ansatz eben, durch die positiven Aspekte, die du jetzt auch nochmal hervorgehoben hast. Aber ich würde schon fast, ich mache sowas nicht, also oder eher ungern, aber 3 Sterne halt mit der Besonderheit, man muss sich für dieses Thema schon ein bisschen erwärmen können und sagen, Sexualität und Co., das möchte ich doch etwas umfangreicher dargestellt haben. Ansonsten denke ich, kann man vielleicht auch 3 Sterne nicht nachvollziehen. Aber ne, die schicke ich gerne damit ins Rennen. Und das wäre dann noch mein letztes Wort dazu gewesen. Ja, wunderbar. Vielen Dank dir. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.